Danke für die Einladung. Es ist für mich ein bisschen eigenartig, an der eigenen Schule jetzt einen Vortrag zu halten über Sachen, die wir in unseren Büros oder im Büro gemacht haben oder die ich gemacht habe auch teilweise. Gut, wir werden versuchen, das alle miteinander zu überstehen. Ich habe folgendes Schema mir überlegt, dass das vielleicht ein bisschen erträglicher macht für alle Beteiligten, und zwar dahingehend, dass ich hier verschiedene Texte vorlese, die für mich auch, oder vortrage, die für mich auch relativ wichtig sind, weil Texte einen relativ großen Teil auch meiner Arbeit ausmachen. Und sozusagen die ideellen Konzepte der Projekte ja sehr stark auch über bestimmte theoretische Rezeptionen stattfinden. Und ich würde es so machen, weil ich auch nicht sehr liebe, dann einfach die Projekte zu zeigen und die dann zu erklären, bis wir alle miteinander nicht mehr können, sondern ich würde die Projekte durchlaufen lassen, bis auf die letzten Projekte oder Letzterrain-Projekte, die ich dann genauer erkläre. Und diese Projekte sind sozusagen eigentlich eher selbstreferenziell. Das heißt, man kann die durchaus verstehen, wenn man sie, man kennt sie auch teilweise, es ist der Wissensstand ja wahrscheinlich auch ein sehr unterschiedliches. Es gibt Menschen, die sich mit der Arbeit schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, andere nicht. Insofern ist der ungleich. Und ich glaube, da kann man sich mal ein Bild machen. Ich würde so diese Texte vorlesen. Ihre Konzentration wäre dann sozusagen audiomäßig auf meinen Text und visuell auf die Bilder. Ich glaube, das geht ganz gut. Zumindest habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht. Ich hoffe, dass das gut geht. Und am Ende wird das in einer, hoffentlich in einer Synchronizität münden. Sebastian würde einfach sagen, dass man die Bilder in einem gewissen Rhythmus durchlässt. Es gibt immer am Anfang Text und dann gibt es Bilder und dann gibt es wieder Text, der die Bilder oder die Bilder zumindest klassifiziert oder erklärt. Vielleicht gehe ich noch auf das erste Bild ein. Das ist eine Ansammlung. Nein, gehen wir zurück. Das erste Bild ist ein erster Text, eine Ansammlung von Namen. Es gibt also verschiedene Kooperationen. Wie Sie sehen, es gibt ein Büro in Wien, es gibt ein Büro zusammen mit Birgit Frank in Berlin. Es gibt ein Büro in Zürich zusammen mit Freddy Grazioli. Und dadurch gibt es sozusagen auch, ich werde jetzt nicht bei jedem Projekt dazu sagen, wer da wann wie gearbeitet hat. Man müsste auch ja die Mitarbeiter nennen, die ja erhebliche Anteile an den Projekten haben. Aber es ist jedenfalls auch das eine relativ, sagen wir, eine Konstruktion, die uns die Zeit aufdrängt, könnte man sagen. Die Zeit, wo man sich nicht mehr an einen Ort zurückzieht wie Wien und sagt, ich bin hier Architekt und ich baue hier und ich lehre hier. Erst einmal kriegen Sie dort keine Professur, weil ja alle anderen schauen, dass Sie möglichst schnell von dem Ort wegkommen als Konkurrenten. Dann sind Sie in Berlin, haben hier eine Professur, kriegen Sie auch nichts zu bauen, weil hier keine Kohle ist, um was zu bauen. Jetzt gehen Sie dann, sind Sie dann in Zürich, das heißt, Sie haben, sind plötzlich gezwungen, auch gewissermaßen zu einer Mobilität, und ich glaube auch diese Strukturen, diese GmbHs drücken diese Mobilität gewissermaßen aus. Ich werde hier 10 Kapitel vorlesen, da kann man dann die Dias laufen lassen, und diese 10 Kapitel haben sozusagen indirekt und direkt dann auch mit den Projekten zu tun, und irgendwann werden wir dann an ein Ende kommen. Erstes Kapitel. Der Kult des Banalen. Piep hieß eine Fernsehshow, die Verona Feldbusch im deutschen Fernsehen moderierte. Im Artikel Der Kult des Banalen in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit schrieb Thomas Assheuer: Wenn sie mit dem Unsinn kuschelt, nämlich die Madame Feldbusch, macht sie nur Versprechen, die zu halten niemand verlangt. Die Sicherheit im Nahbereich, die Enthüllung letzter Rätsel. Ein Lüstchen für den Tag und eines für die Nacht. Hier beim wunschlosen Standhalten im Feld des Trivialen entsteht der süße Schein ihrer ewigen Unschuld. Und piepsend versiegelt sie die wortlose Tiefe ihrer Oberfläche. Dieses unbeschreibliche Piepsen hat jene Frankfurter Allgemeine Zeitung, die eine stubenreine Kunst gegen die Misera Plebs der Popkultur verteidigt, zu der schönen Beobachtung verführt, Verona Feldbusch sei die Überleitung in Gestalt, gewissermaßen das Und zwischen den Leerstellen des totalen Alltags. Ja, das ist eine schöne Überleitung, sagt sie sehr nett, und ein vollständiger Satz, wenn ein vollständiger Satz keinen Partner findet und lasziv im Raum verstirbt.
So dehnt sich die tote Zeit in den telematischen Raum der Rede, das Begehren kreuzt die Leere das Begehren. Kinder, wartet nicht, denn es kommt nichts mehr, es wird nichts mehr. Ja, das ist eine schöne Überleitung, alles wird gut. Zweitens, Minima Ästhetica. Robert Musils Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« ist voll von Nichtstuern, die in der Stadt herumflanieren. Ulrich, einer dieser Nichtstuer, wohnt in einem mehr oder minder alten Vorstadtpalais mit verdorbener Fassade. Das ganze Gebäude bekam dadurch einen etwas verwackelten Sinn sowie übereinander fotografierte Bilder. Ebenso beschrieb Heimito von Todra, ein österreichischer Dichter, ein Bekannter, der die Strudelhofstiege geschrieben hat, ebenso beschrieb Heimito von Todra die Orte, an denen solche Häuser zu finden sind. In diesen Ernstfallgegenden befände sich eben Allerweltsarchitektur, die den Namen Baukunst nicht verdiene. Er schreibt vom gesichtslosen Einerlei einer begrabenen Stadtmasse. Keine Feiertagsarchitektur des Bedecker. Dies alles stand im Mittelpunkt des künstlerischen Interesses der großen Romane, zumindest österreichischen Romane dieses Jahrhunderts. Musil, Kafka, Todra, Roth, also Joseph Roth und dann James Joyce etc. Im Ulysses von Joyce wandelt sich Leopold Blum vom klassischen zum trivialen Odysseus. Die Felder ohne Eigenschaften sind nicht verschwunden. Bei vielen Künstlern bemerkt man eine Vorliebe für seltsam eigenschaftslose Topoi. Sie beschäftigen sich mit Sekundären, dem Alltäglichen, dem Gewöhnlichen, der Banalität. Das nebensächliche Bind zu leben drängt sich auf. Künstler wandeln sich provokativ dem Alltag der Gegenwart, der Realität zu. Was so viele Künstler verbindet, ist eine Neigung für die Peripherie der Kunst, in der sie eine neue Poesie, offene Strukturen und authentische Werke zu finden glauben. Was bedeutet diese Freude am banalen, alltäglichen und der Hinwendung an das schon für unbrauchbar erklärte, also die Wiederverwertung von Abgesunkenen und Verbanntem? Nach Robert Venturi gibt es eine neue Generation europäischer Architekten, für die es Felder der Zuwendung gibt, die zumindest ungewöhnlich sind. Die anonyme Architektur des sozialen Wohnbaus, Stadtransiedlungen in der Peripherie, Sanierungen und Umbauten mit Vorlieben der Moderne und Spätmoderne. Architektur als Hintergrund anderer Künste, zum Beispiel Ausstellungspavillons, sonstige Provisorien, lauter Topics, die bisher nicht zum Tätigkeitsfeld seriöser Architektur gehörten, werden nun in solche verwandelt. Die Redimensionierung unseres schlechten Gewissens gegenüber dem Realen, wie das Germano Celant, der Theoretiker der Arte Bobera, formuliert hat. Drittens, der Kult des Neuen. Wie ist das nun in der Architektur? Ist nun tatsächlich ein Guggenheim in Bilbao das Nonplusultra neue Architektur für ein Museum? Oder wird hier durch furiose Rhetorik das Banale um eine Lichtgestalt erweitert? Banalität, möchte man sagen, im Zuge einer architektonischen Bemühung, die den Geist unterwegs verloren hat und sich nun sinnlos um sich selbst dreht. Rafft sie sich zur grandiosen Geste auf, verweist auf sich selber und vor allem auf den Architekten. Natürlich sind diese Beispiele einmalig, erfolgreich, ebenso populär wie auch positiv beurteilt von Fachleuten. Der Erfolg nahm und nimmt geradezu kultische Formen an. Kult des Unwiederholbaren, Kult des Geldes, Kult des American Way of Art, Kult des Neuen. Offensichtlich leidet auch die Architektur im Feldbusch-Syndrom und wird zur radikalen Inszenierung ihrer selbst. Der Bezug auf das scheinbar spontane, schöpferische, unmittelbare weist selbst den Charakter eines Zitates auf und wird erst durch die ansonsten herrschende, normierte Öde gerechtfertigt. Die Kreativität des Menschen wurde und wird analog der Beteiligung am universalen Prozess der Weltschöpfung verstanden, der, wie wir wissen, nicht vom Menschen kontrolliert werden kann.
Der Begriff des Kreativen verweist immer auf ein verborgenes, anderes, nicht reduzierbares, heterogenes, eben einer höheren Ordnung folgend. Malevich sprach von der Erschaffung der suprematistischen Welt aus dem Nichts, natürlich durch ihn. Das Werk ist also selbst gespalten in zwei Wertschichten, bezieht seine Wirkung nicht aus einem äußeren wertfreien Prinzip, sondern aus der Spannung zwischen verschiedenen Wertebenen. Je größer die Spannung, desto größer auch die Wirkung. Eben diese Werke werden als radikal neu empfunden und haben die größte Chance, in die kulturellen Archive aufgenommen zu werden. Die Erklärungsbedürftigkeit der Moderne wird häufig als Mangel gesehen. Es funktioniert ohne die Spannung zwischen dem Sichtbaren, wegen der äußerlichen Profanität schon vertraut, und dem unsichtbaren Kommentar überhaupt nicht. Neue Werke und Theorien sind immer diejenigen, die ihren Prinzipien, dem Profanen, noch nicht allgemein gültig, entnehmen, ihnen aber gleichzeitig Funktionen einer allgemein universellen Sicht übertragen werden können. Viertens. Die flüchtige Moderne. Die heutige Situation ist die Fortschreibung des radikalen Demontierens aller sozialen Standards, von denen man zu Recht oder zu Unrecht annahm, dass sie die Wahl- und Handlungsfreiheit des Individuums einschränken. Die Folge und das Ergebnis dieser Befreiung ist das Artefakt einer rigiden neuen Ordnung, jene Verbindlichkeiten, die Individuen in kollektiven Projekten zusammenschweißen und damit individuelle Lebenspläne und deren kommunikative Muster und Strukturen in das kollektive politische Handeln einschreiben, wandern in Zeiten der flüchtigen Moderne, wie das Sigmund Baumann bezeichnet, in den Schmelzofen. Ulrich Beck, ein anderer Theoretiker, spricht von einer zweiten Moderne, die sich auf sich selbst anwendet. Die Familie, der Klassenbegriff und die Vorstellung einer nachbarlichen Lebensform sind für ihn Zombie-Kategorien, die für ihn als Zwischenform mehr tot als lebendig dahinvegetieren. Die Familienmitglieder sind Personen, zu denen man sich als Teil individuell wie in Verbindung setzen muss. Die Individuen sind dazu aufgerufen, die neue Freiheit dafür zu verwenden, den rechten Platz oder die rechte Nische zu finden und sich dort ordentlich und konformistisch einzurichten. Die Gussformen tradierter Konstellationen sind zerbrochen. Wir sind also die Erben einer individualisierten, privatisierten Form der Moderne. Das soziale Geflecht muss quasi in Heimarbeit und in eigener Verantwortung von jedem Einzelnen selbst hergestellt werden. Es ist ein Ende der tradierten Verhältnisse durch deren Verflüssigung. Es ist ein Grad der Geschwindigkeit an Umformung erreicht, wie es in früheren Generationen unvorstellbar war. Offenbar ist es einfacher, bestimmten Abläufen eine neue Form zu geben, als die alte Form zu wahren. Flüssigkeit in Form zu halten, erfordert ein Maximum an Aufmerksamkeit. In dem Maß, in dem die Bewegungsenergie im Raum zur Frage menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten wird, historisiert sich die Zeit. Bewegungsgeschwindigkeit und die Verfügbarkeit ständig verbesserter Transportmittel werden in der Moderne zu den Machtbeschaffungsmitteln schlechthin. Die Macht agiert mit der Geschwindigkeit elektronischer Signale, sodass die Zeit der Übermittlung auf den gegenwärtigen Moment schrumpft, ebenso wie die Differenz zwischen Nähe und Ferne. Die räumliche Distanz ist damit aufgehoben. Wir erleben das Ende der einmal räumlich determinierten Beziehung zwischen Überwachern oder zum Beispiel Überwachern und Überwachten, Kapital und Arbeit, Führern und ihren Anhängern, wer immer das ist, selbst von Armeen und Krieg. Als wesentliche Machttechnik zeichnet sich das Ver- und Entschwinden ab. Fünftens, Prinzip und Erscheinungsform. Ähnlich der Sprache ist die Architektur nicht unbedingt das, was im Architekturlexikon steht und dass sie eine Wirkung hat, die überhaupt nicht richtig beschrieben werden kann. Es läuft darauf hinaus, dass jeder seine Vision von Architektur hat, tiefreichende und weniger tiefreichende, ohne dass er selbst dies beurteilen kann.
Ich stelle mir vor, dass man in der Kunst, ebenso wie in der Architektur, immer ganz zu Beginn anzufangen hat. Man weiß eigentlich nicht, was zum Beispiel Architektur im Zusammenhang mit Natur ist, im Gegensatz zum Naturwissenschaftler, der schon Vorgefundenes hat und Vorbegriffe. Er weiß bereits, wo der Gegenstand, wo die Sprache ist, in welchem Verhältnis die Sprache zum Gegenstand steht. Aber einer, der Architektur macht, weiß überhaupt nichts. Er fängt beim Nullpunkt, jedes Mal beim Nullpunkt an und dann muss sich, was Bauen und Architektur ist, erst innerhalb der Arbeit herausstellen. Es stellt sich heraus und verdunkelt sich leider zugleich unmittelbar danach wieder. Architektur oszilliert zwischen Prinzip und Erscheinungsform. Diese Eigenart macht sie Kunstwerken nicht unähnlich, deren Wirkungsanspruch ihre Art, die Welt zu sehen, kontrastiert wird durch die Tatsache, selbst untrennbarer Teil dieser Welt zu sein. Architektur eignet sich als permanente, simultane Vernichtung und Schöpfung von Welt. Der Mensch arbeitet und produziert eine Vielzahl von Dingen und entfremdet sich unausweichlich in ihr. Die ständige Wiederholung ritueller Vorgänge oder die Setzung überdauernder Zeichen dienen als Mittel, um die Kontinuität von Ideen, Ereignissen und Erkenntnissen zu sichern, bevor die Entfremdung sie entleert. Die Vergänglichkeit von Werken und Zuständen garantiert die langfristige Egalisierung sozialer und technischer Herrschaft. Jedes Bauwerk ist zunächst eine gewaltsame Überwindung der Natur, um nach Zeiten wieder in sie zurückzusinken. Die Ästhetik liefert die Trennschärfe im weitesten Sinn und ist gleichzeitig die Fortsetzung der Natur mit anderen Mitteln. Dies ist jene Kulturenergie, die sich zur monumentalen Sinngebung verdichten kann. Architektur ist der Hybridanspruch zwischen Ausstellungs-, Gebrauchswert, Prototyp und Massenartikel. 6. Mein Name ist Hase. Verschiedene Zeichen haben auch verschiedene Werte. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, alles auf dieser Welt sei nur potenzieller Müll. Oder wie Dieter Rhodes gesagt hat, Shit. Die Zeichnung von Dürer, nämlich sein Hase, ebenso wie ein tatsächliches Stück Shit oder Müll, in einem Kunstwerk kann sich das Prinzip unmittelbar ausdrücken. Der Müll dient also als gutes Beispiel für die ambivalente Rolle des Profanen in der Kultur. Ein ausgeschiedenes Ding ist einerseits eine höchst wertlose, profane, unnötige Sache. Seine Valorisierung, also seine Aufwertung in der Kunst, demonstriert deshalb auf den ersten Blick die ganze Stärke und Freiheit der Kunst, die dem hierarchisch wertlosesten höchste kulturelle Bedeutung verleihen kann. Die Kunst der Renaissance entdeckte die vorerst wertlose Natur, die sie dann valorisiert hat. Der Surrealismus, das vorerst wertlose Unbewusste, als die aktuell zu valorisierenden Themen, in Klammer inhaltlicher Stoffwechsel, könnte man das nennen. Die Grenzen zwischen Wertvollem und Wertlosen verschwinden, sie werden durch die wertübergreifende Offenbarung des Verborgenen annulliert. Nicht nur aus der Kunst heraus lässt sich das Verhältnis par ergon, nämlich der Rahmen, zu ergon, dem Werk, diskutieren. Die subtilen Bedingungen dieses Diskurses am Beispiel Architektur würden bedeuten, dass ähnlich wie in der Kunst Architektur sich in einem Rahmenfeld bewegt, ja gleichsam in einem Rahmenwerk, dessen Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen ist. Gerade der Rahmen ist die Grenze zwischen Profanem und Kulturellem und die subversive Transformation ermöglicht den Austausch, um Neues innerhalb des architektonischen Rahmenwerkes oder Kunstfeldes zu etablieren. 7. Die Verschriftlichung des Stoffes. Wenn bei Betrachtung von Kunst allerlei Beiwerk einbezogen wird, wie Rahmen, Rückseite, Signatur, wie Sie wissen, gibt es ja Künstler, die nur ihre Signatur ausstellen, es gibt Künstler, die Bilder verkehrt an die Wand lehnen und vermutet, dahinter müsste eigentlich ein Bild sein, wenn man es jetzt umdrehen würde. Ja, sogar der Akt des Malers oder gar das Bild des gemalten und gerahmten Werkes oder die topografisch festgelegten des Farben des ebenfalls gemalten Bildes als Text vorhanden, wie zum Beispiel Remy Zaug die Bilder von Cézanne nachmalt, das Haus des Gehängten zum Beispiel, da sehen Sie ein Bild, da sind nur Schriften oben, Begriffe,
oder beziehungsweise Farben, die sind sozusagen als Schrift gemalt und sind aber genau an dem Ort, an dem auch die Farben dann am Cézanne-Bild auftauchen. Und diese Schrift ist aber mit äußerster Präzision gemalt. Zeigt dies die fließenden Grenzen zwischen Ergo und Werk und dem Paragon, den Rahmenbedingungen und vor allem den beständigen, fruchtbaren Austausch über die Ränder hinweg. Achtens, Verflüssigung. Der Mensch als sprachliche Existenz lebt durch und in Abstraktion. In der Bibel heißt es, im Anfang war das Wort. Eine ziemlich bedeutungsvolle Aussage. Die Überwindung der Natur, sowohl extrospektiv als auch introspektiv, durch die Fähigkeit zur Abstraktion, gleichsam als Kunstnatur, ermöglicht den Transfer von Information durch Zeit und Raum zur letztlichen Überwindung dieser Natur, Domestizierung, Zähmung und Ausbeutung. In der Sprache werden also Befindlichkeiten, deren Veränderungen und deren Aufhebung so weit abstrahiert oder verflüssigt, dass sie vokal oder instrumental jederzeit an jedem Ort als Erfahrung und als Verfahren verfügbar sind. Die jederzeitige Präsenz von Informationspotenzial in Form von Schrift, Ton oder Bildflüssigkeit oder eben ganz einfach Binom als die universellste Verflüssigung ermöglicht die Gerinnung, könnte man auch sagen, Sichtbarmachung an jedem Ort, zu jedem Zweck. Sowohl der Alltag funktioniert auf diese Weise, als auch die Wissenschaft, wie auch die Kunst. Kunst kann es zwar überhaupt nur geben, wenn es Sprache gibt, Kunst gewinnt aber ihre Eigenart daraus, dass sie es ermöglicht, Kommunikation unter Vermeidung von Sprache, als auch unter Vermeidung all der an der Sprache hängenden Bedingungen durchzuführen. Dem Künstler entsteht das Kunstwerk mehr, als es von ihm gemacht wird. Er lernt seinen ursächlichen Vorsatz und seine gesamte Idee meistens selbst erst dann kennen, zumindest gesamtheitlich, wenn das Kunstwerk vollendet ist. Am Anfang ist die Differenz der Einschnitt einer Form, die das Weitere zu regulieren beginnt. Und zwar als Ereignis, die das Wahrnehmbare strukturiert und zugleich als Kunstgriff eine Differenz von Information und Botschaft, das ist entscheidend, in die Welt setzt. Die Differenz kann einmal als Kunst gelesen nicht wieder versinken. Sie wird produktiv und trägt zur Selbstbehauptung der Kunst bei. Sie unterscheidet sich in jedem Fall von sprachlicher Kommunikation dadurch, dass sie im Feld des Wahrnehmbaren und Anschaulichen operiert, ohne die funktionelle Komponente der Sprache in Anspruch zu nehmen. Sie bedient sich dabei sehr wohl sprachlicher Mittel, aber nur um damit derart umzugehen, als die Botschaft nicht allein oder überhaupt nicht auf dem funktionellen sprachlichen Verstehen begründet ist. Gutes Beispiel ist die konkrete Poesie zum Beispiel. Gerade die Kunst lehrt also beispielhaft das entgrenzte Spiel der Grenzen. Das Neue in der Kunst handelt von der Überwindung der Grenzen innerhalb der Künste, von der Überwindung der Grenzen nach außen und gleichzeitig von der Abgrenzung zum Profanen, zur Nicht-Kunst oder zur Noch-Nicht-Kunst. Baukunst ist eher profan, sie kann jedoch mit einem künstlerischen Ausdruck zu tun haben. Sie ist vor allem profanes Gefäß für alltägliches Leben. Baukunst ist die Umsetzung einer Raumidee in ihre Erscheinungsform, wie das Leo Adler formuliert hat. Andererseits entzieht sich der Raum selbst genau wie die Zeit der unmittelbaren Gestaltung durch den Gestalter. Der Unterschied zwischen einer Baukunst im klassizistischen oder neoklassizistischen Sinn und einer rationalen Baukunst liegt darin, dass in dem rationalen Bau nicht ein dekorativ monumentales Gewand den Baukörper umhüllt, sondern stattdessen die künstlerische Behandlung nach einer ästhetischen Idee dem gesamten Baukörper und seiner Begrenzung selbst eingeschrieben ist. Ja, durchaus auch seine städtebauliche und oder seine landschaftliche und oder seine soziale Auseinandersetzung ist Teil des architektonischen Gesamtanspruchs. 9. Nochmals Verflüssigung. Im Computer ist nichts, was es ist.
ein Oszillieren zwischen 0 und 1. Ein Textverarbeitungssystem, welches einen Rechtschreibfehler korrigiert, versteht nicht, was es korrigiert. Es werden Ketten von 0 und 1er Kombination verglichen und ersetzt. Die Analog-Digital-Wandlung ist ein Dispens von stofflicher Realität, eine Verschriftlichung des Stoffes. In diesem Sinn ist die neue Universalsprache wie das Latein des Mittelalters die höherwertige Metasprache. Sie bedeutet die Ablesung, Abstrahierung vom Stoff. Die Entdeckung beruht auf der Irrelevanz des Semantischen und der Entdeckung einer gemeinsamen tiefen Struktur. Eben, alles ist Struktur, alles ist Code. Streng genommen läuft es auf die Schriftwerdung von Arbeit hinaus, dass diese kollektiver Besitz werde. Die Arbeit wird also Schrift, ein Umstand, den man als einen Operationalisierungs- und Abstraktionsschub ohnegleichen betrachten kann. Die Totalität dieses Prozesses bedeutet eine tiefgreifende Veränderung, die mehr als irgendeine andere im postindustriellen Zeitalter der Hochmoderne den Begriff Arbeit verändern muss. Zehn, Stoffwechsel. Laut Gottfried Semper entsteht Kunst, Architektur durch Stoffwechsel. Man überträgt die Eigenschaft eines Materials auf ein anderes, das heißt Emanzipation der Form vom rein Stofflichen und dem nackten Bedürfnis. Es ist also eine Vernichtung der Realität notwendig, wo die Form als bedeutungsvolles Symbol, als selbstständige Schöpfung des Menschen hervortreten soll. Dies gilt für jedes Formsystem, auch für das minimalistischste. Der tiefere Sinn ist die Umwandlung der realen Formenwelt in ideelle Gebilde. Dies gilt auch für realistische oder naturalistische Kunst. Also jedes naturalistische oder realistische Kunstwerk ist abstrakt. Es findet sich gleichsam eine Sublimierung statt. Diese Sublimierung ist der eigentliche architektonische Gestaltungsakt. Ja, also den Text hätten Sie mal überstanden, den vorgetragenen. Jetzt gibt es zwei Projekte, die ich genauer erklären will, soweit ich überhaupt noch dazu in der Lage bin. Das eine ist das Rietberg-Museum in Zürich. Das ist ein Wettbewerb, der seinerzeit in Berlin zusammen mit Grazioli bearbeitet wurde und den wir in einem relativ komplexen Verfahren, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt, gewonnen werden konnte. Es war ursprünglich ein einstufiger Wettbewerb, der aber dann, nachdem die Kollegen in der Schweiz nicht gerade blöd sind, anonym einstufig, dann zu einem nonymen zweistufigen umgewandelt wurde, nachdem man sich dann zwischen zwei Projekten, nämlich dem Projekt Sejima und unserem Projekt, nicht entscheiden konnte. Hat man noch eine Stufe gemacht, die war dann anonym und wir konnten das dann diesen Wettbewerb gewinnen. Vielleicht das nächste. Können wir das nächste? Ja. Sieht man ganz, vielleicht kann man das sitzen bleiben, ganz gut die Situation. Es gibt hier, ich muss da ein bisschen auch die Geschichte erzählen, den Rieterberg, das ist dieser gesamte Berg, der über dem Zürichsee an einer wunderschönen Lage beim Bahnhof Enge dort über Zürich schwebt. Der Berg ist insgesamt, könnte man sagen, mit seiner Bepflanzung und seinen Bauten, Villa Schönberg, da ist eine Villa, dann Villa Wesendonck, unter Denkmalschutz. Und es war die Aufgabe, dieses Museum, das ca. 2000, ein bisschen über 2000 Quadratmeter hat, um das Doppelte, also um 2500 Quadratmeter zu erweitern. Das heißt, da ist die Villa Wesendonck, da ist ein Ökonomiegebäude, wie das so schön heißt, da ist die Villa Schönberg und da ist dieser neue Teil, den wir gebaut haben, wobei nur ein kleiner Teil hier sichtbar ist an der Erdoberfläche, der restliche Teil, ein sehr großer Teil, also 2500 Quadratmeter sich unterirdisch befinden. Die Villa Wesendonck ist insofern interessant, weil sie eigentlich hinweist auf ein fast europäisches sozusagen Potenzial, könnte man sagen. Wobei natürlich auch
die Schweiz damals natürlich eine große Rolle gespielt hat als das Land, wo viele Menschen hingegangen sind, die im übrigen Europa Probleme hatten. Das war unter anderem Richard Wagner, der ja aus Dresden kam und Teilnehmer dieser 1848 Revolution war und dann Dresden blitzartig verlassen musste und neben mehreren Stationen unter anderem hier in der Villa Wesendonck gelandet ist. Das war ein Industrieller, der ihn da aufgenommen hat. Und die Frau Wesendonck, die sich sozusagen sehr für Musik interessierte und auch selber Schriftstellerin war, hatte dann also diese Libretti für die berühmten Wesendonck-Lieder geschrieben. Das war also, glaube ich, unmittelbar nach der Zeit, in der Wagner hier gelebt hat. Wagner ist ja dann weitergezogen in der Schweiz, hat dann in Triebschen gelebt. Gibt es auch noch ziemlich interessante Aspekte. In der Zeit war auch Nietzsche in Basel, hat dort unterrichtet. Und Nietzsche war der Bibliothekar von Richard Wagner, was auch kaum jemand weiß, und hat dadurch gewissermaßen war diese europäische Elite dort versammelt. Wagner war auch ein sehr guter Freund von Gottfried Semper und hat auch sozusagen natürlich besessen das Buch Der Stil von Semper, dass natürlich dann auch Nietzsche in die Hände fiel. Es gibt dann auch Theorien, wobei Nietzsche relativ stark auch von Sempers Stil beeinflusst sein soll. Neumeyer hat ein Buch darüber geschrieben, das ist, glaube ich, relativ interessant, über diese sozusagen Aspekte einer Übertragung, könnte man sagen, von der Philosophie, also von der Architekturtheorie, Semperschen Architekturtheorie in die Philosophie, wobei Semper, wie Sie wissen, so etwas wie eine soziale Ästhetik entwickelt hat, also im Gegensatz zur Schule Riegels in Wien zum Beispiel, zur kunsthistorischen Schule in Wien, die so ganz andere Vorstellungen hatte von der Entwicklung zum Beispiel einer von Form oder Entwicklung einer griechischen oder ägyptischen Vase und dergleichen mehr. Also das heißt, es war ein Kulminationspunkt, könnte man hier sagen, wo diese an diesem Ort. Und nach dem Krieg wurde diese Villa dann der Stadt Zürich geschenkt oder übertragen. Und die Stadt Zürich hat hier ein außereuropäisches Museum eingerichtet für asiatische, vor allem und afrikanische Kunst. Und es ging ihm darum, diese relativ geringen Flächen in der Villa oder zu geringen Flächen zu erweitern. Man muss auch sagen, dass diese Sammlung eine wunderbare Sammlung ist, die dort in Zürich zusammengetragen wurde. Und der Direktor Lutz, der die Sammlung leitet, auch von einem mit einer sozusagen gesegneten Geschicklichkeit auch ausgestattet ist, um die Sammlung beständig zu erweitern. Das geht in der Regel so, dass viele Schweizer Ehepaare afrikanische oder asiatische Kunst gesammelt haben und natürlich auch das entsprechende Geld dazu hatten. Die Männer wie üblich dann sehr früh gestorben sind und die Frauen mit den Sammlungen übergeblieben sind. Und dann zum Herrn Lutz gegangen sind und gesagt haben, Herr Lutz, was soll ich mit der Sammlung, wollen Sie die nicht haben? Sagt der Lutz, ja, ich will sie schon haben, aber ich kann sie nicht ausstellen, ich habe keinen Platz mehr. Dann hat die Witwe vielleicht auch noch dazu gesagt, gut, dann könnte ich Ihnen vielleicht auch noch etwas Geld geben zum Neubau für das Museum. Und dann gelang es Lutz dann, glaube ich, etwa die Hälfte der Bausumme über private Spenden aufzutreiben, was natürlich andererseits auch dann die Stadt Zürich animiert hat, ihren Teil freudig sozusagen zu bezahlen. Das Gebäude selbst, das hier oberirdisch sich entwickelt, ist nur teilweise sichtbar. Das ist hier der Hügel, ist eine Endmoräne aus der Gletscherzeit. Und es ist eigentlich nur dieses Glasgebäude, das Sie hier vorne sehen, als solches sichtbar, das als Eingangsteil in diese Unterwelt, die sich dann von hier aus erschließt, hineinführt. Vielleicht gehen wir mal zum nächsten Bild. Obwohl, da ist auch noch ein wichtiger Punkt. Den sieht man hier eigentlich nicht mehr. Doch, na, gehen wir noch mal zurück kurz vielleicht. Es gibt hier den Platz, den Ort, das war noch interessant, also Ökonomiegebäude mit dieser Pergola, dann die Villa Wesendonck, das neue Gebäude und hier eigentlich der Ort dazwischen. Und den haben wir sozusagen freigelassen.
und belegt mit einem Holzpflaster. Das heißt, der eigentliche Ort des ganzen Museums ist ein fast virtueller Ort zwischen den Gebäuden. Ein Ort, wo sozusagen sich alle drei Gebäude erschließen. Und kein zusätzliches Gebäude. Es gab dann viele, die einfach hier ein Gebäude gebaut haben und so weiter. Das haben wir also freigelassen als das Zentrum für all das. Nächstes. Das, ich weiß nicht, sehen Sie das oder sehen Sie das auch so schlecht wie ich? Kann man das lesen? Ja. Das ist das erste Untergeschoss mit den beiden Stiegenhäusern, die einerseits von dem neuen Teil des Gebäudes hinunterführen in die Tiefe, in die Unterwelt. Und andererseits dieses Stiegenhaus unter die alte Villa, unter den Wintergarten der alten Villa hineingeschoben wurde. Vielleicht das nächste. Das ist dann ein weiteres Geschoss, das, ich glaube, da gibt es hier Wände, soweit ich das sehe, oder bei mir, für mich ist das, warte, muss man da aufstehen. Ja, genau. Zeigen wir mal das nächste, vielleicht ist das im Schnitt fast besser zu sehen. Ah, das ist ja sehr dicht, ja. Also da wieder das, nochmal zurück. Das Ökonomiegebäude, die Villa. Dann hier das Eingangsgebäude mit diesem Glasteil. Hier, hier dieser hölzerne Platz mit der Möglichkeit, hier noch als Verbindungsteil ein hölzernes Zelt hier aufzustellen, das hier stehen sollte. Das ist aber auch etwas, was in weiterer Zukunft erst kommen wird. Nächstes. Hier sieht man das ganz gut, das Ökonomiegebäude hier, die Villa Wesendonck und hier dieser neue Gebäude in dieser Endmoräne. Sie sehen hier das Stiegenhaus hinunterführend, hier hinaufführend, direkt unter die Villa Wesendonck ankommend, über diesen, unter diesem Wintergarten, wo man aus dann in die eigentliche Villa geht. Dann der Schnitt nach der anderen Seite hier, das Ökonomiegebäude, also nach derselben Seite, aber ohne die beiden Randgebäude, also an einer anderen Stelle. Und hier dann die neuen Ausstellungsgeschosse. Ein 5 Meter hohes Geschoss und ein 3,60 Meter hohes Geschoss. Auch hier Schnitte mit den Stiegenhäusern. Nächstes. Ebenso. Ja, da sieht man das. Also eine relativ abenteuerliche Situation, wie man hier sieht, wie dieser Teil hier unterfangen ist und eigentlich hier diese mit einem Art Brückenträger diese ganze Wintergartensituation abgefangen werden musste. Das heißt, ein Brückenträger, der das Gebäude wie so eine Schublade hält. Und unten wurde das Gesamte ausgehöhlt, um dann letztendlich mit einem Stiegenhaus hier in diesen Wintergarten dann aufsteigen zu können. Es war bautechnisch und ingenieurmäßig nicht ganz ohne. Man muss sich auch vorstellen, dass dieser Wintergarten eigentlich nicht fundiert war, aber zu allem Überfluss ein denkmalgeschütztes Bodenterrazzo hatte, das man aber nicht rausnehmen durfte, weil dieser Bodenterrazzo mit Zementmörtel vermörtelt war. So hat das Denkmal gesagt, wenn Sie die Fliesen rausnehmen, dann ist der Terrazzo kaputt. Das dürfen Sie nicht. Wir haben aber kein Fundament. Das heißt, wir mussten eigentlich in einer Art Bauchbinde dieses Gebäude abfangen, mussten von oben quasi diesen Boden ankleben an eine Fläche und konnten dann unten sozusagen uns sozusagen reinarbeiten, wenn man das so sagen darf. Da gibt es dann die beiden Geschosse, so 11 Meter hinunter. Nächstes. Das ist das Ökonomiegebäude, auch das wurde sozusagen unterminiert mit den Lagerräumen. Und auch hier wurden neue Stiegenhäuser gebaut, die dann schließlich und endlich in dem Ökonomiegebäude hier hochführen. Nächstes. Das war dann ein Versuch, ein erster Versuch, mit bestimmten Materialien zu arbeiten. Das war hier Schieferplatten, das war hier Gusseisen, das war hier Betonflächen, das war hier, waren hier Onyxplatten, das war hier grünes Glas und das war hier das Holzpflaster, das den Platz zwischen diesen Gebäuden bilden sollte. Nächstes. Das ist dann das gläserne Gebäude,
Und zwar nannten wir im Wettbewerb seinerzeit das Thema oder das sozusagen, es musste ja eine Art Motto für jeden Beitrag gefunden werden, nachdem der anonym war. Unser Motto hieß Baldachine von Smaragd. Das ist ein Teil aus diesen Wesentonkliedern. Und es war dann auch so, dass der Vorstand des Museums dieses Gebäude, das immer also grünes Glas vorgesehen hat, ohne jetzt diese Bemusterung, dieses Gebäude als Smaragd bezeichnen wollte, als zur sozusagen näheren Definition. Und für uns war dann die Aufgabe, uns zu überlegen, wie kann so etwas gehen, welches Grün kann das sein, wie steht das in der Landschaft, wie geht das mit diesem Holzpflaster, wie ist die Struktur des Glases, da gibt es natürlich einige Probleme, und zwar ist dieser Pavillon hier 6,50 Meter hoch, circa 20 Meter lang und etwas über 3 Meter breit. Und sollte errichtet werden, das war damals auch schon eine Forderung, ohne Metallkonstruktion. Also mit nur Glaskonstruktion, konstruktiver Glasbau. Und das war natürlich eine relativ starke Herausforderung, dahingehend, dass natürlich so ein Glasgebäude in der Größe ohne sozusagen metallmäßige Verstärkung noch nie gebaut wurde. Und natürlich schon gar nicht die Stadt Zürich sozusagen gewillt war, ein derartiges Risiko zu übernehmen. Die haben einfach gesagt, okay, garantieren Sie uns, was da in 40 Jahren damit ist. Dann haben wir gesagt, wie können wir in 40 Jahre garantieren für eine Technik, die vielleicht 4 Jahre alt ist, nämlich der Glasbeschichtung, Glasklebung und der statischen Beeinflussung, sozusagen Berechnung dieses Glases. Es wurden dann letztendlich dahingehend die Entscheidungen sozusagen präjudiziert. Ich war damals, um weitere Spenden auch für das Haus zu bekommen, bei der Swiss Re, also Schweizer Rückversicherung, einer großen Versicherung, für die ich früher mal gebaut habe. Sie haben vielleicht vorhin das Projekt gesehen. Und die haben zugesagt, dass sie gern diesen Glaspavillon zahlen würden. Der würde etwa 2,5 Millionen Euro kosten. Und das würden sie bezahlen. Aber, haben sie reingeschrieben, Gott sei Dank, es müsste ein konstruktiver Glasbau sein. Die wussten gar nicht, was das ist zu dem Zeitpunkt. Ich wusste es schon. Und das haben die reingeschrieben. Jetzt war die Stadt Zürich mehr oder weniger gezwungen, entweder auf 2,5 Millionen Euro zu verzichten oder keinen konstruktiven Glasbau zu machen. Also das zu riskieren oder eben nicht zu riskieren. Und sie haben das dann riskiert und haben gesagt, gut, macht ihr den Glasbau. Wir haben dann, glaube ich, 2 Statiker-Team verschlissen. Da geht es ja darum, bei solchen Konstruktionen, dass sie dann einen Statiker nehmen. Wir haben ein sehr renommiertes Statikerbüro gehabt in Zürich, das sehr gut war, das aber eigentlich, wie die meisten anderen, keine Erfahrungen hatten mit konstruktivem Glasbau. Und die hatten dann Versuche gemacht an diversen Hochschulen, in verschiedensten Hochschulen, und haben also Glasbruchversuche und so weiter. Und es kam dann ein Gebäude raus, ein Glaspavillon, der hatte zwar diese Form wie der hier, aber er kostet nicht 2,5 Millionen Euro, sondern 5 Millionen Euro. Die haben einfach alles doppelt gemacht. Es gab ein Doppelschwert statt einem einfachen Schwert. Schwerter sind diese Versteifungen, die hier sind und so fort. Das heißt, es gab, das ist ein bisschen unangenehm da. Entschuldigung. Es gab also verschiedenste Unzulänglichkeiten, die da überwunden werden mussten. Und es war natürlich auch, oder ist es auch immer noch, es ist natürlich auch klimatisch ein Thema, wenn Sie hier so eine Glaskiste haben, da scheint die Sonne, es ist kalt, wie geht das, wie erfolgt die Belüftung und so weiter. Und es war Auflage auch der Stadt Zürich, das nicht künstlich zu heizen und zu lüften, weil das sozusagen Energieverschwendung wäre. Das heißt, es musste eigentlich ein Gebäude sein, das sozusagen mit der Umwelt, mit der Außentemperatur, ohne zusätzliche sozusagen Installation zurechtkommt. Gut, wir haben dann letztendlich einen deutschen Statiker gefunden, der offensichtlich europaweit vielleicht der einzige Spezialist ist, der so etwas rechnen kann.
beziehungsweise auch eine Firma. Das heißt, wir haben ausgeschrieben, das war doppelt so teuer, haben dann über eine Firma, sind wir dann auf ein anderes Know-how gekommen, konnten dann wieder das einfache Schwert machen. Interessant war, dass die Konstruktion, die jetzt ist, auch die Konstruktion war, die wir im Wettbewerb hatten. Wo inzwischen aber dann die Fachleute behauptet haben, die hält nicht, funktioniert nicht. Die müsse man verstärken. Haben wir es verstärkt, war es doppelt so teuer. Jetzt ist sie wieder dort, wo sie sein muss. Und es schaut auch so aus, als würden wir das dann hinbekommen. Ein weiterer Punkt war die Klimatisierung, das heißt, es war klar, dass diese Gläser irgendwie behandelt oder bedruckt werden müssten, neben Sonnenschutzfolien und so weiter. Und in dem Fall war das diese Bedruckung, vielleicht kann man das nächste Bild zeigen von diesem Muster, das Sie hier sehen. Und da war auch die Frage, wie erzeugt man ein Muster? Und das war im Prinzip ein Muster, das wir gewählt haben, das war das Kristallgitter des Smaragdes. Das wir dann einfach auf zwei Ebenen dieser Glasfläche, und zwar auf der ersten und auf der vierten Ebene, es gibt verschiedene Ebenen, weil sie sozusagen zusammengeklebt sind, die Gläser, auf der ersten und der vierten Ebene bedruckt wird und dadurch so ein Netz entsteht, das so eine gewisse Dichte hat, was auch so eine gewisse Ornamentik hat und wahrscheinlich auch so einen gewissen Effekt im Körper so eine, oder dem Glasgebäude so eine gewisse Körperhaftigkeit auch zu geben. Nächstes. Das war ursprünglich einmal der Blick von innen hinaus auf die Villa Wesendonck. Da fehlt jetzt also noch diese Grünbedruckung. Hier sehen Sie dann diese Onyxplatten. Das war dann eigentlich die nächste Schwierigkeit, große Schwierigkeit. Wie hängt man Steinplatten über Kopf an die Decke, ohne dass die runterfallen mit einem, wie ich dann später erfahren habe, mit einem relativ brüchigen Material namens Onyx. Und da war wieder unser Glück, dass wir haben dann, also Freddy und ich, haben den Onyx dann schon lange aufgegeben und haben den ersetzt durch andere Materialien, durch Glas und teilweise Kunststoff und so weiter. Aber der Direktor war verliebt in das Onyx, der wollte unbedingt das Onyx. Und das erinnert mich übrigens an eine schöne Geschichte in Wien, in einer Kirche, wo ein Architekt Kunststoffplatten verwendet hat, die sich ungefähr so verfärbt haben. Und da war dann eine ausländische Gruppe dort und hat gesagt, ah, Onyx. Und da stand dann in der Zeitung, Onyx für ungut am nächsten Tag. Das heißt, mir war das ein Material, mit dem ich natürlich schon einige sozusagen Dinge mitgemacht habe. Andererseits war das natürlich das Material, das Loos auch in verschiedenen Art und Weise in der Loosbahn anderswo auch verwendet hat, diesen Marmor. Allerdings eben nur senkrecht und nicht über Kopf. Und das war dann auch noch einmal eine ziemliche Aktion, wobei natürlich die Platten jetzt wesentlich kleiner sind, wesentlich öfter geteilt sind, auch aus Handlingsgründen. Man muss da hinauf und eventuell das Licht reparieren. Aber es ist jedenfalls so gelöst, dass diese Decke jetzt auch funktioniert. Die nächsten. Gut, das war ein Bauvorhaben, das wir gerade bearbeiten, das circa in einem, das ist jetzt im Rohbau fertig und ist dann circa in einem Jahr wird das eröffnet. Das heißt, im Herbst ist die architektonische Eröffnung und im Frühjahr ist die Ausstellungseröffnung. Einen zweiten Wettbewerb, den wir gemacht haben im Berliner Büro, war das Projekt Novartis. Das ist eine Pharmaziefirma in Basel bzw. in den USA, wo der Direktor Vaseller, der ein sehr umrühriger und sehr architekturinteressierter Mensch ist, den Magnano Lampugnani beauftragt hat, ein städtebauliches Konzept über dieses Areal zu machen. Das heißt, ein städtebauliches Konzept über dieses Labor-Büro-Areal, das ja bereits in Basel existiert, das aber eigentlich einer vollkommenen Neuverbauung unterworfen werden soll. Das heißt, es wird dort Gebäude um Gebäude abgerissen und ein Gebäude nach dem anderen dann durch ein Neugebäude ersetzt. Und jedes dieser Gebäude wird dann durch einen anderen Architekten gebaut. Das heißt, es ist jedes Gebäude, ursprünglich war dann auch jedes Gebäude ein Wettbewerb. Der erste Wettbewerb war, den hat dann Roger Diener letztlich gewonnen, den zweiten hat gewonnen Peter Merkli, den dritten hat gewonnen Seijima Sana. Und den vierten konnten wir gewinnen. Und das war immer eine Konkurrenz. Ich glaube, das waren, weiß nicht, fünf oder sechs Büros. Meistens ein amerikanisches, ein holländisches bei uns, ein Schweizer und ein Österreicher Büro.
Und die mussten da gegeneinander antreten mit einem relativ massiven Programm im Sinn von einer genauen, relativ aufwendigen Recherche. Es hat ja kaum, ja gut, es gab einige Büros bei diesen Einladungen, die sehr viele Labors gebaut haben, zum Beispiel Stubbins, der etwa 100 Labors gebaut hat und ein paar hundert Leute im Büro sitzen hat. Und wir mit unserer relativ kleinen Struktur hatten natürlich noch nie ein Forschungslabor gebaut. Das heißt, man musste einiges an Know-how sich erarbeiten. Und zum Zweiten war natürlich die Schwierigkeit jene, dass man einer sozusagen Jury ausgesetzt war, sagen wir mal so, die in zwei Tagen juriert hat. Das war immer Samstag, Sonntag. Am Samstag die ganze Jury mit etwa 30 bis 35 Leuten. Und am Sonntag kam dann noch Vasella ganz alleine mit drei Vertrauten und hat dann letztendlich entschieden. Das heißt, das war ein Prozess, der nicht ohne war. Die Architekten sind dann wochenendeweise in Basel herumgegangen und haben sich versucht, irgendwie abzulenken. Ich habe da Leute ins Kino gehen sehen und in Buchhandlungen und so weiter, um den Tag herumzubringen. Und man musste dann in einer Stunde oder einer halben Stunde das Projekt immer präsentieren und das war sozusagen ein relativ delikater Akt, kann man sagen. Nächstes. Das Projekt sieht so aus, wirkt jetzt relativ einfach, war natürlich nicht ganz so einfach, wie es hier ausschaut. Und zwar gibt es hier eine Art Kern mit einem Atrium, der über diese 7 Geschosse durchgeht, mit Stiegen, 2 Stiegenhäusern und Nebenräumen. Und vor allem, was entscheidend war, was gar nicht so einfach war durchzubringen, es gibt hier Schächte, die Sie hier sehen, die gleichzeitig Stützen sind, die ursprünglich einmal sogar auch hier 2 Schächte waren, auch hier, die wir dann später rausgenommen haben. Aber jedenfalls diese 12 Schächte versorgen das ganze Gebäude einerseits und tragen auch das Gebäude andererseits. Und die Schwierigkeit ist die, das ist ein alter Architektenstreit, ob man sozusagen Versorgungseinheiten kombiniert mit Trageinheiten. Was natürlich einerseits den Nachteil hat, wenn Sie hier was nachrüsten und das Ding ist voll, dann können Sie die Kiste abreißen, weil Sie dann sozusagen keinen Platz mehr haben. Das ist der Nachteil. Der Vorteil, mit dem wir gerechnet haben, ist der, dass wir gesagt haben, es muss die Installation Platz haben und es wird nicht unbedingt so sein, dass sich die vergrößern wird im Laufe der Zeit. Und wenn ich die Installation hier, das Rote rundherum sind die Labors, das ist der Versorgungskern quasi. Wenn ich hier an dieser Zone, an dieser Naht zwischen Versorgungskern und Labors die Schächte habe, die vertikal sind, dann kann ich von hier aus direkt in die Labors die Luft einleiten. Und muss nicht, wenn ich den Schacht hier hätte, über diese Mittelzone drüber mit einem riesigen Querschnitt weite Wege, bis ich dann daherkomme. Das heißt, die Nahtstelle ist eigentlich der beste Punkt, um Schächte zu machen. Und der ist natürlich auch der beste Punkt, um sozusagen statische Arbeit hier zu leisten. Und die Frage war die auch für, zwischen Novartis und uns, ob diese Schächte all along sozusagen erst einmal am richtigen Ort sind und zum Zweiten auch nachhaltig sozusagen funktionieren. In der Schweiz ist ja gerade das nachhaltige Bauen auch im Baugesetz verankert und dadurch auch sehr ernst genommen, was durchaus ein interessanter Aspekt ist. Und wir konnten dann auch nachweisen, nachdem die Höhen auch relativ beschränkt waren, auch von der Stadt her, das heißt, man dürfte eine gewisse Höhe nicht überschreiten. Wenn Sie jetzt hier gewisse Höhen anstreben, die Sie als Mindesthöhen brauchen und haben hier einen Schacht und müssen von dem Schacht über diesen Mittelteil, bis Sie in Ihr Labor kommen, diesen langen Weg gehen mit den großen Querschnitten, haben Sie Probleme, höhenmäßig das hinzukriegen. Und das war für uns dann eigentlich, da ging es um halbe Zentimeter, hier der Ort, dieses Austarieren zwischen Staat und auch der ganzen Infrastruktur des Gebäudes, das in den Griff zu kriegen. Über das hinaus war natürlich von Novartis, in dem es ein Forschungslabor sein sollte, im Erdgeschoss war ein Knowledge Center, also ein Wissenschaftszentrum sollte sein, dass diese Kombination auch ein attraktives Labor hervorbringen sollte. Das heißt, es ist nicht nur um eine reine technische Erfüllung des Ganzen gegangen, sondern es war ein gewisser gestalterischer Anspruch damit verbunden. Und da sehen Sie hier auch, das ist eigentlich sind Pläne, die schauen insofern sehr einfach aus, weil sie so eine Art Bodenmusterung
nur zeigen. Das heißt, es gibt in den Labors diese fugenlosen Belege in diesen vier Farben, wie Sie sie hier sehen. Und es gibt dazwischen Terrazzo-Belege, die sozusagen diesen mittleren Bereich, diesen Aufenthaltsbereich hier gestalten. Nächstes. Das ist dann eins dieser Laborgeschosse. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rendering ist oder ob das der Proberaum ist. Es wurden Proberäume 1:1 gebaut, wo dann auch genau diese Labors untersucht und versucht wurden und auch dann Tests gelaufen sind von den teilweise Schweizer Mitarbeitern und teilweise auch von den amerikanischen, auch verschiedene Deckenuntersuchungen und so weiter. Nächstes. Und hier sehen Sie wieder diese vier Farben, die wurden in verschiedensten minimalen Ausprägungen immer wieder verändert und dem Terrazzo, der in der Form also gegossen werden sollte oder gegossen wurde hier als Muster. Sie sehen hier also im Prinzip eine Steinmischung, die Sie als Zusatzstoffstoff erkennen, mit jeweils einem hellen Fond und einem dunklen Fond. Und dadurch natürlich so eine Art relativ großes Muster erzeugen können, wobei zwischen den Steinsorten, möchte ich fast sagen, oder Steinfarben, hier kein Metall ist oder sonst was, sondern es wird gegossen sozusagen, zwar auf zwei Teile, aber sozusagen fugenlos. Auch ein relativ kompliziertes Verfahren, das auch in der Schweiz langsam sozusagen ausstirbt und es wahnsinnig schwer ist, so eine technische und handwerkliche Qualität herzukriegen. Nächstes. Sieht man hier nochmal. Wobei natürlich auch hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Da gibt es noch Versuche über Helligkeiten, die uns hier noch ein bisschen zu schmutzig ausschauen oder dergleichen. Aber das ist im Prinzip im Großen und Ganzen ist es, haben wir das Know-how, wie das gemacht werden muss. Hier dann die Kombination im Erdgeschoss. Das ist, ich habe vorhin geredet auch von dem Thema Nietzsche, Semper, Wagner, Semper, der Stil, das Thema des Materialwechsels. Ich habe kurz auch Texte im letzten Text das anklingen lassen. Das Thema, dass dann oben der Stein, der Terrazzo, der hier sozusagen gegossen wurde, aber aussieht eigentlich fast wie ein Mosaik, dann hier übersetzt wird im Erdgeschoss in einen Gobelin, in einen Teppich, wo das Ding dann gewebt ist. Also das Moment eigentlich der Materialübertragung von einem in das andere und wo diese Präsenz eigentlich dann auch in dem Materialwechsel, in dieser Metamorphose sozusagen noch einmal zur Wirkung kommt. Dann gibt es natürlich entsprechende Lüftungsauslässe und dergleichen mehr. Nächstes. Dieses Muster, das Sie hier als Entwurf sehen, ist von Gilbert Bretterbauer, einem Künstler, der sich vor kurzem hier, glaube ich, auch mal beworben hat. Also einem Textilkünstler, der sehr viel in Textil macht und der hier für Novartis diesen Entwurf gemacht hat. Das ist auch ein Probeteppich, der irgendwo im fernen Osten gewebt wurde und dann hierher gebracht wurde. Aber ein relativ großes Muster, wo man das einigermaßen die Farben und dergleichen beurteilen kann. Nächstes. Dann auch das Textile. Jetzt kommt ein weiterer Aspekt dazu, der da interessant ist. Das ist das haben Sie vielleicht schon gesehen, die Außenform des Gebäudes ist eine gefaltete Außenform. Wie ich ja überhaupt glaube, dass meine oder unsere Arbeiten gewissermaßen auch dem Barock verpflichtet sind als Österreicher. Barock dahingehend, dass die Leibnizsche Falte sozusagen und auch der Raum, den werden wir dann ja auch sehen, diese Räumlichkeit in der Mitte, eigentlich so etwas wie eine sehr reduzierte, aber doch vorhandene sozusagen Replik auf den Barock ist. Und da gehört auch dazu, das gibt ja auch das Thema der Falte, wie Sie wissen, und da gehört auch dazu natürlich die gläserne Hülle, die unten ist, die dann also mit Vorhängen abgedeckt werden kann, ob das jetzt durchscheinende oder undurchscheinende oder semitransparente Vorhänge sind. Nächstes. Das ist dann der Blick, das ist dann dieser quasi barocke Raum durch die Labors durch, bis hinunter zu dem großen Raum. Das ist zum Beispiel ein altes barockes Konzept, dass man unten Ausblick hat, einen weiten Raum hat,
der sich dann oben verengt und hoch geht und oben nur mehr Licht kriegt über die seitlichen Laborräume und dieses Licht dann hinunterfällt in den mittleren Teil. Das Licht selbst, das natürliche Licht, wird dann unterstützt durch diese Balustraden. Gibt es ja einen da von Licht, Kunst, Licht, einen netten Kollegen, der uns da wesentlich unterstützt hat. Das heißt, es sind da ziemlich viele sehr, sehr gute Fachleute am Werk, um überhaupt so etwas hinzukriegen. Das geht auch um das PET-Material und bestimmte Materialien, die die nötige Feuerbeschnelligkeit haben, Lichtdurchlässigkeit, Schallschluckfaktor und dergleichen. Und es geht dann eben die Geschosse rauf und mündet dann unten sozusagen in diesen Raum, wo dann hier in einer Aufstellungsvariante so monadenhafte Inseln stehen könnten, wo dann also einzelne Leute hier sich zurückziehen können zu bestimmten Besprechungen und Sitzungen und bestimmten Gemeinschaftsräumen da außen und dergleichen mehr. Nächstes. Das ist dann der Raum von unten, da sieht man hier den Ausblick, das gläserne Gebäude und dann oben diese Verjüngung in diesen Lichtschacht, der hier hochgeht und in einem, man könnte fast sagen, monströsen Kronleuchter dieses mittlere Atrium ausgeführt ist. Sieht hier auch dann wieder Beleuchtungen, die wir gerade dabei sind, jetzt auch da jetzt zu entwickeln gemeinsam. Nächstes. Das ist zum Beispiel einer dieser, von Licht, Kunst, Licht, eine dieser Pläne mit diesen großen Kronleuchtern, die hier drinnen hängen und schließlich diesen technischen Teil, der als Zuliefer- und Lagerteil hier an der Rückseite situiert ist und diesen riesen Kronleuchter, der über 6 Geschosse durchgeht, hier in der Mitte. Nächstes. Ja, und hier ist sozusagen dieses Thema der Falte nochmal angeschnitten. Sie sehen hier die kleinen Falten und Sie sehen im Erdgeschoss die großen Falten. Das Thema Falte ist hier ganz ein wesentliches, das natürlich ganz auf diesen Gesamtraster auch aufgebaut ist, war ungeheuer kompliziert, diese ganzen Dinge zu entwickeln. Nächstes. Sehen Sie hier diese Profile mit den Verglasungen. Es gibt außen diese Glasscheibe, innen diese Verglasung, die sich dann, wie Sie hier sehen, öffnen lässt, um hier das putzen zu können. Es ist innen eine Dreifachverglasung, außen eine Einfachverglasung. Und es müssen alle diese Profile, die Sie hier sehen, müssen extra gegossen werden, um diesen Winkel, genau diesen Winkel hinzukriegen, der übrigens auch dann noch unterschiedlich ist an den Seiten und leichte Differenzen aufweist. Nächstes. Das ist zum Beispiel dann eins dieser Laborgeschosse mit allem Pipapo, was da dran hängt, auch möbliert und so weiter. Und Sie sehen hier auch ganz gut, wie diese oszillierende Fassade, die sozusagen dieses quasi barocke Leibnizsche Prinzip hier verfolgt. Das wäre dann die Fassade von außen mit diesen anderen sozusagen Faltungen im Erdgeschoss und diesen feineren Faltungen in den Obergeschossen. Nächstes. Ja, das war's schon. So, jetzt gehen wir was trinken, oder? Drehen wir das Licht auf vielleicht, dann sehen wir ein bisschen was. Fragen gibt es keine, glaube ich, oder? Nach der Länge. Ja. Wie das Konzept entstanden ist? Ja. Ist eine gute Frage. Müsste ich mir. Das Konzept ist entstanden, indem du natürlich, ja, was zum Beispiel interessant war an dem ganzen Vorhaben. Lampugnani gab vor, in dem Fall einen Baukörper von 35 auf 55 Meter. Und dann ist die Frage, wie kannst du in einem Bau von 35 auf 55 Meter ein Laborgebäude bauen, ein Forschungslabor? Und das Komische war, es gab dann ein nächstes Gebäude, das hat ein Kollege, ein Schweizer Kollege bearbeitet,
das war nur 22 auf 55 Meter. Und das ging nicht. Das war aber auch sozusagen städtebaulich vorgegeben. Da gab es dann mal eine Krise, wo der dann auch den Auftrag deswegen verloren hat, weil sein Gebäude eigentlich nicht, der konnte das nur einhüftig organisieren und es kam dann das Gebäude auf Kosten, die sich nicht mehr gerechnet haben. Wir hatten das Glück, dass wir das ringförmig organisieren konnten, dadurch war das möglich. Also das heißt, es war nicht einmal so unproblematisch und es war auch dann so, dass die Frage ist, wie schaut ein europäisches Normlabor aus? Das war eigentlich nicht wirklich klar. Es waren damals gerade an der ETH Zürich gebaut, diese Gampi-Labors, die neuen, wo alle drüber schimpfen, wie das ausschaut, aber letztlich sind es sozusagen die modernsten Labors, die derzeit in Zürich stehen. Aber auch die sind anders und die sind Schullabors. Ein Schullabor funktioniert auch wieder anders, weil ein Schullabor, die machen praktisch jeden Tag neue Versuchsanordnungen und haben so eine Art Baukasten, so wie Matador. Und da spielen sie alle rum, das gefällt denen gut, wunderbar, ist für die Schule richtig. Die haben Versuchsanordnungen, wo sie teilweise bis zu 5 Jahren in einer Versuchsanordnung arbeiten und dann bauen sie aber radikal um, da bleibt von vorher nichts mehr über. Und das waren unterschiedliche Anforderungen, darum war das gar nicht mal so einfach, wie so ein Versuchslabor ausschaut. Dann gab es diese Untersuchungen in den USA, das heißt, die haben ja parallel in Amerika eine Filiale, eine riesige, die glaube ich fast genauso groß ist und die reden denen auch immer drein fest, die sagen, wir Amerikaner wissen viel besser, wie Labors zu bauen sind, als ihr Europäer. Dort sitzen allerdings Nobelpreisträger in Räumen, die nicht mal ein Fenster haben, weil das dort kein Thema ist. Der Baukörper war vorgegeben. Der Baukörper, die Höhe war vorgegeben, die Breite und die Länge. Und die Quadratmeternutzung war nicht vorgegeben, es war nur verlangt, so viel als möglich. Also so wie beim Sauginstitut, dass man da absolute Flexibilität und die ganze Technik hat ein eigenes Technikgeschoss, was ja noch mehr das ging nicht, weil da hättest du mit der Höhe Probleme gehabt. Hättest du ein ganzes Geschoss verloren. Das war das Problem. Von der Stadt war die Höheneinschränkung und wir haben da mit der Stadt gekämpft, wochenlang. Dürfen wir noch 2 Zentimeter höher oder nicht? Und wenn das ist, und wenn du den Schacht ein bisschen verschiebst, wird die Decke dicker, dann geht das nicht. Das war so ein Millimeterschuss dann eigentlich. Was aber natürlich ganz interessant war, weil man eigentlich sehr viel Ahnung bekam dann vom Laborbau. Irgendwann nach 3 Wochen hat das jeder von uns auch begriffen, wie diese Mechanik des Gebäudes funktioniert. Und dann war, ja? Ja? Nein, das war keine Vorgabe, nur unterirdisch war die Vorgabe. Es war so, dass das steht unter Denkmalschutz und zwar die Gebäude unter Park. Jetzt können Sie sich vorstellen, Sie haben einen Park unter Denkmalschutz und müssen da einbauen. Wie geht das? Und da waren natürlich, es waren interessante Architekten eingeladen. Es war zum Beispiel eben Sejima, unsere stärkste Gegnerin, hat eine riesen Glaskiste an das Museum angebaut. Ich erzähle dann, wie das weitergegangen ist, aber das war mein erster Entwurf und den Rest unterirdisch, aber es ist ein relativ großes Ding. Dann war Olcati zum Beispiel eingeladen, der hatte eine riesen Kiste auf dem Berg direkt draufgesetzt, oberirdisch. Der hat gesagt, also ich pfeife auf den Denkmalpflege, ich mache das einfach so, mir gefällt das nicht unterirdisch. Der ist natürlich dann sofort mal draußen gewesen aus dem ganzen Verfahren. Dann waren so teils moderate, teils wieder mehr oder weniger relativ, sagen wir mal, radikale Versuche, teils oben, teils unten zu bauen. Es waren unterschiedliche Dinge. Und wir waren die Einzigen, die gegenüber dieser Wesentonk-Villa diesen Glaspavillon hatten, der relativ schmal war, aber auch relativ hoch, also genauso hoch wie die Villa selbst, sondern gegenüber. Und eben unten den verbindenden Teil, der sozusagen die beiden dann eigentlich verbunden hat. Und das war, ich weiß nicht, was uns damals geritten hat. Wir hatten damals eine Begehung, wo auch Lutz dabei war, der Direktor, und wo wir dann das angeschaut haben. Wir kamen dann relativ schnell zu dieser Lösung. Und du fragst dich dann, nachdem dann die erste Stufe ausgestellt war, wo dann diese unterschiedlichen Lösungen waren, warum so viele waren, die einfach nur oberirdisch gebaut haben, obwohl sie genau gewusst haben, das ist Denkmalschutz, also der Park unter Denkmalschutz und so weiter. Und für uns ergab sich eigentlich nur das als logische Lösung. Warum diese Moräne war insofern auch interessant, weil da waren ursprünglich mal Grotten der Villa drinnen. Es gab damals so eine Art Grottenarchitektur im 19. Jahrhundert, die auch zur höheren Ehre sozusagen des Bauherrn da ausgehoben wurde, wo dann der Gott, das so und so und was weiß ich, alles da
da drinnen ihr Unwesen getrieben haben. Es gibt in der Villa Schönberg gibt's noch solche Grotten und die waren aber dort zerstört. Und wir haben gesagt, der Berg ist bereits sozusagen kontaminiert durch das Gebäude. Jetzt wäre das eigentlich der logische Ort, das in der Form zu machen. War dann natürlich immer noch schwierig genug, weil dann wurden Ausgrabungen gemacht. Dann war die Frage, ob die was finden da drinnen oder nicht. Haben dann aber nichts gefunden und das war alles, das ging alles glückhaft weiter. Aber es war schon ein ziemlich riskantes Spiel. Wir haben auch keine Ahnung gehabt bei dem Wettbewerb, ob wir mit dieser Lösung jetzt da durchkommen oder ob es da eine andere Lösung gibt, die vielleicht besser ist. Und interessant war dann in der zweiten Stufe, das war der Fehler von der Sejima, von der Sana, die hat dann in der zweiten Stufe genau dasselbe Gebäude wie wir an dieselbe Stelle gestellt. Was ja in Japan offensichtlich durchaus eine Kulturleistung ist. Also die haben nicht dieses, wir haben dann gesagt, wie kann die dasselbe machen wie wir? Aber das ist für die, war das, die hat gemeint, das wäre einfach der bessere Ort, darum hat sie das gemacht, oder? Und das war aber dann wieder für die Schweizer wieder der Grund zu entscheiden, dass sie gesagt haben, das haben wir eh schon, das brauchen wir nicht nochmal. Obwohl die Chancen für uns gering waren, weil es ist noch allemal attraktiver, eine junge oder mittelalterliche Japanerin zu nehmen für ein asiatisches Museum als einen Österreicher und einen Schweizer aus Berlin, oder? Insofern war sozusagen von der Konstellation waren wir uns nicht sicher. Es war auch ganz knapp die Entscheidung. Und sie hatte auch ein sehr schönes Projekt, muss ich schon sagen. Die spielen schon eine Rolle, nur kann sie keiner wirklich sozusagen abschätzen. Das Thema war dann das, dass jeder, glaube ich, auch sogar eine Kostenschätzung abgeben musste oder die Kosten geschätzt wurden, aber da kam nicht so viel Unterschiedliches raus. Ein großer Fehler auch von Sana war der, die haben das Museum um das Riedberg rundherum gebaut, unterirdisch, wie so einen Ring. Und das Thema ist ja bei dem Museum das, dass das die ganze Zeit in Betrieb bleiben muss, auch während wir umbauen. Und wir haben nur an einer Seite angebaut. Durch das Herumbauen ist das Museum praktisch auf 2 Jahre lahmgelegt. Und das war auch ein eminenter Nachteil, der dann auch zu ihrem Ungunsten sozusagen ausgeschlagen hat. Und wir hatten zufällig nur an einer Seite angebaut. Mir hat diese Ringlösung eigentlich auch sehr gut gefallen, weil das eigentlich ganz schön ist, da um so ein Gebäude rumzubauen. Aber es ist einfach, sie hat damit sozusagen sehr viel Fläche verbraucht und es ist auch teurer. Aber wenn ich 2 Geschosse quasi über, sie hat auch nur 1 Geschosse gebaut, aber 2 Geschosse übereinander, auch wenn sie unterirdisch sind, sind billiger als 1 Geschoss mit einer großen Fläche, weil ich eine große Deckenfläche habe und eine große Fundamentfläche. Und das war auch wahrscheinlich möglicherweise ein Grund, dass unser Projekt wahrscheinlich doch etwas günstiger war. Gut, Dankeschön.